Hallo, mein Name ist Yannick Rau. Ich bin 21 Jahre alt und die meisten von euch werden mich unter dem Namen Dominik von Blumenberg kennen und das von Schloss Einstein. Ich habe heute ein paar Fragen bekommen und bin sehr gespannt, würde mich direkt reinstürzen. Fangen wir mit Frage 1 an. Was ist in der Zeit zwischen Schloss Einstein und heute grob alles in deinem Leben passiert? Ich habe nach Schloss Einstein mich direkt auf mein Abi fokussiert. Hab dann mein Abi durchgezogen, danach mich direkt dazu entschieden zu studieren. Ich studiere Immobilienmanagement in Frankfurt und ja, bin dann auch sehr, sehr zeitnah nach dem Abitur nach Frankfurt gezogen, um meinen eigenen Weg zu gehen, bisschen weg von den Eltern zu kommen, bisschen erwachsener werden, eigenständig. Die typischen Sachen halt. Schauspiel ist natürlich auch eine Sache, die mich weiterverfolgt hat und auch eine Sache, die ich jetzt wieder anstrebe, ordentlich anzufangen. Gut, Frage Nummer 2. Wie bist du zu Schloss Einstein gekommen und wie lief dein Casting ab? Grundsätzlich, es war ein offenes Casting, das stand in der Zeitung drin. Das heißt, du meldest dich da an und gehst dann dahin. Das hatte meine Mutter gesehen, hatte mich gefragt, ob ich darauf Lust habe. Ich habe ja gesagt und bin dann zum Casting gegangen. Das erste Casting war dann mit drei anderen Leuten und ich musste so tun, als wäre meine Banknachbarin sauer auf mich und schüttet ihr Wasserglas über mein Kunstwerk drüber. Und dann bin ich da ein bisschen ausgeflippt. War auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Das erste Casting war mega, mega schön. Frage Nummer 3. Kannst du dich noch an den Moment des Anrufs erinnern, als du erfahren hast, dass du bei Schloss Einstein dabei bist? Ja, ich war zu dem Moment, war ich bei meinen Großeltern in Freiburg und saß da gerade auf dem Sessel, als der Anruf reinkam. Meine Eltern waren auch da. War sehr, sehr unerwartet. Ich wollte gerade rausgehen mit meinem Bruder und bis mit dem irgendwas machen, aber kam der Anruf rein und dann war auch erstmal, waren die Pläne wahrscheinlich mit Fußballspielen oder sowas draußen. Erstmal gestrichen, da war dann erstmal, oha, ich hab's geschafft, ich bin bei Schloss Einstein. Frage Nummer 4. Welcher Drehtag ist dir besonders im Gedächtnis geblieben und warum? Da muss ich ehrlich sagen, mir ist keiner direkt speziell als einziger im Kopf geblieben, weil jeder Drehtag so speziell auf seine eigene Art ist und du halt jederzeit voll fokussiert dabei sein musst. Deswegen, eigentlich sind mir fast jeder Drehtag hat irgendwas Spezielles gehabt, dass ich gesagt habe, der ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Aber ich würde sagen, die Drehtage generell mit einer großen Menge an Leuten, also wo viele Darsteller dabei waren, wo viel generell am Set war, das waren, glaube ich, die Drehtage, die am meisten Spaß gemacht haben, weil das halt einfach welche auch für uns waren, die du nicht alltäglich hast. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ja. Kommen wir zur Frage Nummer 5. Wie war das Leben als Kinderdarsteller und welche Schattenseiten hatte es vielleicht in Bezug auf Druck, Stress, Öffentlichkeit etc.? Das Leben als Kinderdarsteller ist sehr außergewöhnlich, würde ich sagen, weil es halt ist halt nicht was jeder macht. Da kommen halt auch viele Schattenseiten, wie in der Frage schon gestellt, kommen viele Schattenseiten mit sich. Druck, du hast sehr viel Druck. Zeitmanagement, du musst alles ordentlich planen können, du musst jederzeit wissen, wann du Zeit hast zu lernen, wann du das machen kannst, wann du deine Hobbys machen kannst, wann du mal dich mit Freunden treffen kannst. Oft musst du auch Sachen zurückstecken, du kannst dich nicht so oft mit deinen Freunden treffen. Dein Leben basiert auf Schule und Schloss Einstein. Du hast da keine wirkliche Möglichkeit, irgendwie viele andere Sachen zu machen, weil du halt einfach viel zu tun hast. Du hast natürlich auch deine Freizeit, aber du musst dich halt auch auf Schule fokussieren und es kostet halt auch viel Zeit. Du gibst ein bisschen was her dafür, dass du was machen kannst, was dir sehr gefällt, aber ich würde nicht sagen, dass mein jugendliches Dasein oder ich als Teenager da irgendwie viel verloren hätte. Während der Zeit, weil ich halt auch noch genug Zeit für meine Freunde hatte, vor allem ja auch im Nachhinein. Aber Stress, allgegenwärtig, die ganze Zeit viel. Du Arbeiten schreibst, du wirst aus der Schule früh abgeholt, verpasst Unterricht. Ich fand es immer cool, wenn Leute auf mich zugekommen sind, gesagt haben, ob sie mich gefragt haben, ob ich von Schloss Einstein bin, mit mir Bilder machen wollten. Es waren immer so diese Erfahrungen, die einen mega glücklich gemacht haben, weil das halt diese Connection ist, die du zu den Fans halt dann hast irgendwann. Du lernst halt über sowas, du lernst halt Leute kennen und die sagen dir halt einfach, wie du ihr mit der Rolle ihr Leben prägst oder wie es ihnen einfach gefällt. Und das ist was dich als Schauspieler glücklich macht. Das ist diese, du kriegst so ein kleines Feuer im Herzen. Das macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall und es ist sehr schön. Aber Schattenseiten sind alle Male dabei, aber das hat man, glaube ich, in jeder Sache hat man immer irgendwo Schattenseiten. Frage Nummer 6. Wenn du damals eine Sache beim Drehen hättest ändern können, die dich gestört hat, welche wäre das gewesen und warum? Ich denke, ich hätte die Regeln für den Süßigkeitentisch und die ganzen Softgetränke und sowas ein bisschen geändert, weil wir hatten einen
über seinen Ziehvater Stippe. Der hat immer auf uns aufgepasst. Es war der, der hat immer auf die ganzen Kinder aufgepasst, auf alle. Und der hat halt sich darum gekümmert, dass wir keine Süßigkeiten, also nicht zu viele Süßigkeiten am Set essen, dass wir keine Cola oder sowas trinken. Und das wäre vielleicht eine Sache, die ich geändert hätte, dass ich richtig so schön mit 11, 12 Jahren mir ein, zwei Flaschen Cola reintrinken. Aber es war im Endeffekt, glaube ich, auch zum Besten, dass wir nicht so viele Süßigkeiten nehmen durften oder essen durften und trinken durften. Frage 7. Wenn du eine Sache wählen müsstest, was war das Beste daran, Kinderdarsteller bei Schloss Einstein zu sein? Ich glaube einfach jeden Tag dieses überwältigt oder fast jeden Tag dieses überwältigende Gefühl zu haben, zum Set zu fahren, eine Sache zu machen, die du halt einfach Spaß, die einfach Spaß macht, dein Text lernen, immer die coolen Leute treffen, mit denen du halt sehr, sehr viel Zeit verbringst. Dazu muss ich auch sagen, Stippe, unser Kindererzieher, also der hat auch so viel Zeit mit uns verbracht, der hat uns auch einfach immer bei Laune gehalten. Da gab es nie Momente, wo man sich gedacht hat, boah, gar keinen Bock. Und es waren halt auch immer genug Leute in deinem Alter da, dass du halt einfach Spaß haben konntest mit den Darstellern zusammen. Und einfach das Drehen generell, das ist was völlig anderes. Du bist wie in einer eigenen Welt. Es macht auf jeden Fall extremst viel Spaß. Und ich habe es einfach nur genossen mit jeder Faser meines Körpers, würde ich sagen. Kommen wir zu Frage Nummer 8. Wie viel Geld hast du damals bei Schloss Einstein verdient? Wir haben sehr, sehr gut verdient, muss man dazu auch sagen. Wir haben wirklich sehr gut verdient. Genaue Zahlen will ich leider nicht sagen. Ich finde, über Geld sollte man nicht so unbedingt reden, weil das auch nur was Nebensächliches ist. Zudem wir es auch beim Drehen, war das Geld nur ein Bonus für die meisten, würde ich behaupten. Wir haben das alle gemacht, weil wir Spaß dran hatten, nicht ums Geld. Und dann kam natürlich auch dazu, dass wir halt auch viele, bei mir war es zum Beispiel, meine Eltern haben sich um mein Geld gekümmert, was ich verdient habe. Das ist auf meinem Sparbuch gelandet und ich habe davon so 20, 30 Euro bekommen, so als zusätzliches Taschengeld. Was aber auch gut ist, weil was soll bitte ein 13-, 14-, 15-Jähriger mit so viel Geld anstellen? Deswegen war ich da sehr zufrieden und habe auch so, glaube ich, gelernt, wie man mit Geld umzugehen hat, würde ich behaupten. Frage Nummer 9. Wie haben deine Mitschüler damals darauf reagiert, dass, als du bei Schloss Einstein mitgespielt hast? Und gab es vielleicht auch konkret Freundschaften, die daran kaputt gegangen sind? Anfangs hat sich eigentlich wirklich nicht viel verändert. Ich war ja immer noch derselbe Yannick. Der einzige Unterschied war, dass ich jetzt bei Schloss Einstein Schauspieler. Ja, es kam dann, glaube ich, auch erst später, wo wir dann auf Klassenfahrten oder sowas waren, wo man dann mal erkannt wurde in der Stadt oder so ein Kram, wo man sich gedacht hat, cool, ist jetzt, wo ich dann auch bekannter wurde. Also am Anfang war es ja, die ersten 2 Jahre war ja nicht sonderlich viel. Das wurde ja dann auch erst später, wo ich dann öfter gesehen wurde in der Serie. Das hat ja dann auch seine Zeit gedauert. Deswegen am Anfang hat sich dann nicht viel verändert. Und was dann halt nur kam, war, dass ich halt nicht viel Zeit hatte, um was mit meinen Freunden zu machen, weil ich halt sehr, sehr viel gearbeitet habe. Was leider schade war, aber nicht zu ändern. Kommen wir zu Frage Nummer 10. Was hast du in der Zukunft beruflich, privat etc. noch alles vor? Ich glaube, meine wichtigsten Punkte sind, ich einfach generell arbeiten, meine Uni fertig machen. Ich möchte unbedingt meinen Bachelor machen und dann gucken, ob ich Master mache oder ob es nur beim Bachelor bleibt, weiß ich noch nicht. Und mein Schauspiel wieder vorantreiben. Ich habe ja bei den Jungen Ärzten eine Gastrolle gehabt vor ein paar Jahren nach Schloss Einstein. Und auch ein paar andere Angebote, die ich leider nicht annehmen konnte, weil ich halt viel mit Schule zu tun habe, viele Kursarbeiten, generell Tests. Und ich mir halt auch selber gesagt hatte, ich fokussiere mich auf Abi. Deswegen, ich möchte in nächster Zeit mal ordentlich wieder mit Schauspiel anfangen und ich würde mir auch selber einen Arsch treten, wenn ich es nicht nochmal versuchen würde, weil es halt einfach eine Leidenschaft von mir ist, die ich schon immer hatte. Und ja, wenn ich es jetzt einfach so beiseite legen würde, das wäre nicht das Richtige und das weiß ich auch. Kommen wir zu Frage Nummer 11. Welche Frage kannst du bzw. konntest du in Interviews nicht mehr hören? Ich glaube, ich würde da für alle reden. Man würde nie sagen, dass es eine Frage gibt, die man im Interview nicht leiden kann. Das ist natürlich immer Fragen, wo man sich denkt, ja, ich jetzt schon 1000 Mal gehört, aber wirklich jetzt einen Hass auf eine Frage haben, gibt es nicht. Jetzt zum Beispiel eine Frage, die mir immer ein bisschen schwer gefallen ist, war halt auch, wie vorhin, die Frage, welcher Drehtag, welche Szene mir besonders im Kopf geblieben ist. Das ist halt immer so eine schwere Frage, weil es halt einfach so viel auf einmal ist, dass du wirst mit Sachen überschüttet an Arbeit, du hast so viel zu tun und jeder Moment, den du da aufsaugst, den willst du dir merken, du willst alles im Kopf behalten. Deswegen, das ist so eine Frage, die es sehr schwer macht zu antworten, weil du halt einfach, du kannst nicht aussuchen aus den Tagen, die dir am allermeisten Spaß gemacht haben. Und ja, das ist wahrscheinlich die einzige Frage, wo ich sagen würde, könnte ein bisschen schwerer sein, die immer ordentlich zu beantworten. Ja,
Gut, dann wären wir am Ende von den Fragen. Ich hoffe, es hat euch natürlich allen gefallen und ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Aber habt ihr auf jeden Fall noch ein paar Fragen, könnt ihr die sehr, sehr gerne in die Kommentare packen. Ich werde da bestimmt auch ein paar angucken und da auch ein paar beantworten, falls ich da noch was sehe. Und ja, ihr könnt mich sehr, sehr gerne auf Social Media abonnieren, auf Instagram. Yannick Rau, alles klein und zusammen. Und ja, dann hoffe ich, ihr hattet sehr viel Spaß mit dem Video und habt ein paar Sachen gelernt über mich, die ihr vorher noch nicht wusstet. Und immer schönes Video liken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.